Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Uran, wo wir das letzte Mal auf Garlicid gestoßen sind und einen Psst bekommen haben. Also einen Pokémon Translator. So, und wir machen uns jetzt mal ein wenig weiter auf in diese Richtung, würde ich sagen. Ich war schon mal vorab im Pokémon Center, habe alle meine kleinen Pokémon wieder fit gemacht, denn hier wimmelt es nur so von Trainern, wenn ich das richtig sehe. Also, wirklich jetzt, wer bist denn du? Du bist irgendwie süß. Ich liebe dein Shirt. Ah, oh, ich liebe es einfach. Oh, hey, magst du kämpfen? Hi. Lass Wilma. Was Wilma bei Lass Wilma? Oh, sie hat einen Fluffy. Okay, Donner gegen Donner. Wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, ist der Tackle etwas besser. Hörnchen ist sowas von kurz vor dem nächsten Level. Ich habe es das letzte Mal einfach nur umgenietet. Ah, oh Gott. Oh no, no no. Nein, 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 nicht aufladen. Ah, au. Zum Glück ist es nicht sehr effektiv. Gut. Tschüss, Fluffy. Okay. Das hat echt viele Punkte gegeben. Luna Pup. Das war dieses komische Pokémon. Ich habe bereits Hörnchen auf Level 20. Das heißt, wen nehme ich hier? Schicken wir mal Knuddel raus. Hi. Moldbreaker. Okay, breaks the mold. Es ist ein Hundchen. Benutzen wir es mal Stunspore. Was auch immer es ist für ein Typ, paralysieren wir es erstmal. Ja, perfekt. Gut. Dann schauen wir mal, was können wir denn ausrichten? Oh hey. Feenattacken sind sehr effektiv. Und es erhöht seine Attacke. Das ist nie gut, das ist nie gut. Gleich nochmal mit Feenwinter her. Was auch immer für ein Typ es ist anfällig auf Feen. Ah, oh, ich wurde geschlagen. Hey Süße, willst du Nummern tauschen? Ich erkenne doch einen starken Trainer, wenn ich einen sehe. Ja klar, hier, nimm meine Nummer. Ruf mich später an. Sehr viel später. Okay. Dann tauschen wir mal nicht gegen Azuri, sondern gegen Knuddel. Und Goro gehört auch mal wieder nach vorne. Man sieht, Azuri hat in den letzten Kämpfen sich ziemlich gut geschlagen. Heyo, mach dir keine Sorgen, ich suche nicht nach einem Kampf. Ich? Ich wandere nur hier draußen. Ist diese klare Bergluft nicht einfach erfrischend? Yay, mal jemand, der nicht gegen mich kämpfen will. Zu früh gefreut. Ich liebe es, Videospiele zu spielen. Pokémon sind echt spaßig. Magst du spielen? Redest du über das Spiel im Spiel oder über... Okay, Camper Luigi. Insekt gegen Insekt. Meine Frage ist jetzt, das ist... Spoonari, das müsste Spoonies Weiterentwicklung sein. Käfer auf Käfer ist, glaube ich, nicht sehr effektiv. Schauen wir mal. Okay, es fängt an zu regnen. Schauen wir mal. Nein, Käferattacken sind nicht sehr effektiv, sofern sie nicht irgendeinen Spezialeffekt haben. Puh. Okay, Tackle. Au. Oh no. Ich fürchte, ich richte da nicht ganz so viel aus, wie ich eigentlich wollte. Ja, bin ein zweiter Struggle Bug. Das ist nicht so schlimm wie deine Wasserbombe. Oder was das ist. Komm schon, komm schon. Oh. Okay. Au. No. Und das war's mit Knuddel. Und der Ring hat aufgehört. Yippie. Goro ist Bodenstahl.
Richtig? Stahlstein. Oh nein, Stein schmeißen wir nicht in das Geschehen. Stein schmeißen wir nicht in das Geschehen. Und soweit ich mich erinnere, mögen sie es nicht, wenn sie... Es ist ein Käfer-Pokémon, das dürfte es eigentlich nicht mögen, wenn... Warum ist ein Kampftyp nicht effektiv gegen... Okay. Autsch. Autsch. Ich verstehe gerade nicht, warum ein einmal mit dem Fuß auf ein Insekt drauf treten nicht effektiv ist. Okay, Level 20. Lombre. Lombre, Lombre, Lombre. Ich glaube, das ist eins von den regulären Pokémon. Das war Gras und Wasser. Level 20. Meine anderen zwei sind schon K.O. Ach, Joa, man bleibt draußen. Versuch, machen wir nochmal. Oh. Reindish. Ah, ich glaube, das ist... Oh, wow, das hat mich fertig gemacht. Okay. Reindish ist, glaube ich, dass es sich heilt, wenn es regnet. Koro kann ich nicht rausschicken. Hörnchen. Naja, versuchen wir mal, den Regen auszunutzen. Regen versteckt Donnerattacken auch nochmal zusätzlich. Und nachdem es halb... Haha. Nachdem es ja halb Wasser ist, sollte das zumindest ein bisschen was tun. Oder auch nicht. Tackle. Kratzfurie. Hm. Hühnchen schlägt sich eigentlich nicht schlecht. Ich denke, ich habe ein relativ ausgewogenes Team. Wow, du bist echt gut in Pokémon. Nee, nicht wirklich. Keiner von den anderen Typen wollte mit mir Pokémon spielen. Was ist denn daran nur falsch? Sagen wir es so. Ich war auch schon mal besser. Oh, geheime Kraft. Warte mal, was tut geheime Kraft? Ich glaube, das ist ortsabhängig, wo man ist. Tut es irgendwas anderes? Oder typabhängig? Irgendwie sowas. Hogsmash, ja. Secret Power, da ist es ja. Very depending on the user's environment. Yep, es ist abhängig von wo ich stehe, was es tut. Ja, das... Nee, lieber nicht. Das wäre zwar cool, andererseits... Nee. Ups. Nichts ist so erfrischend wie ein Kampf in der Früh, nicht wahr? Lass uns loslegen. Karin! Und sie hat ein Kinemank. Na, zumindest ist Goro draußen. Blitz, ich bin Stein, das heißt... Es ist ein Normaltyp, das heißt Metallklaue sollte ihm schaden. Halt, ich bin auch Metall. Oh, es ist Donner, es ist Metall. Na, zumindest ist meine Attacke gestiegen. Kampf sollte ihm wehtun. Ja. Yep. Man merkt, ich verwechsel immer noch meine ganzen Typen. Warum verwechsel... Kostra. Lass mal... halt, nein. Ich wollte jetzt sagen, lassen wir es noch drin. Oh Gott, das ist dieses komische Bördu-Gift-Pokémon. Ich glaube, jetzt wechsle ich mal. Gegen Azuri. Dann teilen wir uns zwar die Erfahrungspunkte, aber das ist nicht schlimm. Ein kritischer? Ja, das hätte Goro nicht überlebt. Oh nein, ich bin verwirrt. Oh, super. Komm schon, komm schon. Ah, es ist nie gut, ein I zu sehen. Säure? Komm schon, du schaffst es, Azuri. Ja! Geht doch. Es war knapp, aber es geht.
Okay. Obwohl es vielleicht meinen Tag versaut hat, jetzt hatte. Warte, ist es denn überhaupt morgen? Habe ich denn etwa schon wieder verschlafen? Von der Helligkeit her würde ich sagen, es ist Abend. Ich glaube, ich werde in die Stadt zurückkehren müssen. Yay! Heilen! So. Gut, Pokémon sind geheilt. Und wir sind auf unserem Fahrrad. Vielleicht sollten wir absteigen es. Hey. Hi. Ich habe eine neue kleine Babyschwester. Hier, möchtest du Bilder von ihr sehen? Ich glaube nicht, dass man Bilder in Pokémon-Kämpfen austauscht. Okay, Stunspur. Wenn du mich angehst, dann paralysiere ich dich erst noch. Nur um das Ganze fair zu halten. So fair, dass überhaupt mit Fairness geht. Ja, ich schlaf doch schon. Ist ja okay. Irgendwann lerne ich irgendeinem meiner Pokémon noch die Attacke, die man im schlafenden Zustand anwenden kann, einfach nur um gegen diese Feelings immun zu werden. Oder irgendwas ausrichten zu können damit. Ja, das ist wirklich Feelang und die ganze Entwicklungsreihe von denen, das ist die Standardkombination schlechthin. Du siehst das Ding und du weißt sofort, das erste, was es macht, ist Yawn. Es gibt keine andere Taktik mit den Dingern. Zupf dich! Zupf dich, Kätzchen, zupf dich! Ah, toll. Lunapup. Oh, die hat noch auch eins. Ich glaube, ich hatte das letzte paralysiert gehabt. Ich werde jetzt mal Goro rausschicken. Ja. Was ist Moldbreaker? Es sagt so, dass es den Mold breakt, aber was ist das? Erstmal Genauigkeit senken. Selbst wenn es nicht viel ausmacht. Es geht einfach nur darum, dass es mich nicht so schnell trifft. Runter mit der Genauigkeit. No! Oh! Oh nein! Gott, das Ding kann Bulldoze. Au. Knuddel, glaube ich, hat dagegen keine Chance. Jetzt habe ich alle Level 20. Setzen wir Azuri mal ein. Mit Azuri hatte ich als nächstes weitergemacht gehabt. Okay. Es ist empfindlich gegen Feen und Flug. Und es bulldozt mal ganz spektakulär. Okay. Minion war die weiterhin... War auch eine Katze? Ja, schicken wir Hörnchen raus. Ah nein, das ist diese Fledermaus. Warum verwechsle ich es immer mit... Egal. Das sollte ein bisschen was machen. Ah, stimmt. Bite lädt wieder auf. Nein, das ist nur Blutlust. Fast. Was zum Geier, Dude? Ernsthaft, was sollte das denn? Ich hab dich nicht mal herausgefordert. Alles, ich bin nur hier vorbeigekommen und wollte freundlich sein, indem ich dir die süßen Babyfotos zeige und du verprügelst mich deswegen. Oh Gott, sorry, das war ein Missverständnis. Oh Gott, das waren wir jetzt, die angegriffen haben. Dafür hat sie mir mein Goro ziemlich platt gemacht. Yay, der arme Kerle. Mal schauen. Habe ich irgendwas zum Heilen? Ja, bestimmt. Ja, ich habe einen Revive. Ich habe 16 davon. Hörnchen ist einfach zu fleißig im Einsammeln. Full Heal? Nein. Burn Heal. Antidot ist gegen... Nein. Super Potion. Ja, davon habe ich noch ein paar.
Okay. Knuddel schläft noch. Habe ich irgendwas zum Aufwecken? Verbrennung. Alle Statusprobleme. Yep. Gut. Dafür rennen wir jetzt nicht extra zurück ins Pokémon Center. Okay. Gut, ich glaube, von da unten kamen wir. Oder? Ja, da kommen wir dann bei der Camperin raus. Ups. Hehe, Käfer sind sowas von cool. Jonathan. Jonathan. Trickwee. Oh, das ist so knuffig. Ich glaube, das ist ein Insekt. Und nachdem Insekten aus irgendeinem Grund nicht auf... Metallklaue, probieren wir es. Okay. Donnerschock. Okay. Kopfnuss. Bank. Spoony. Das war das kleine Wassertyp. Kopfnuss. Kritischer Treffer, aber nicht effektiv. Aber zieht sehr viel KP ab. Die sind reine Insekten. S'more. Okay, das ist das letzte von den drei Spezialinsekten. Es verwirrt mich immer, wenn ich das sehe und mir denke... Ist das jetzt schon Insekt Feuer oder Insekt Wasser und Insekt Blitz? Nein, es ist eigentlich erst in der ersten Entwicklungsstufe nur rein der Insekt. Das andere Level kommt später. Hoi. Okay. Kurzer Prozess. Was zum Geier? Hi. Ich zitiere etwas von YouTube. Du bist so ein Nerd, dass du wahrscheinlich auch die Referenz bekommst. okay. Von wem war das die Quote? What the heck? Fällt mir gerade nicht ein. Ihr könnt mich dann in den Comments anschreien, deswegen... Falls ihr es wisst. Ein kleines Trickwee. Oh, stimmt, das habe ich noch gar nicht. Oi, 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 oi. Goro, mach's nicht platt. Goro, mach's nicht platt. Denn wir wollen es fangen. Das ist ein kleines Trickwee. Das ist so knuffig. Okay, probieren wir Pokéball. Yo. Na dann, los geht's. Trickwee. Yes. Ein Schockkäfer. Verwandt mit S'more und Spoony. Trickwee ist ein sehr hyperaktives Pokémon und liebt es nichts mehr, als sich hinter Trainer zu schleichen und sie zu erschrecken. Okay. Okay, cool. Ich nenn's Fussel. Ups. Fussel. Cool, 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 cool. Oh, hey. Ist nicht mal ein Trainer. Ah, verflixt. Ich wurde in einem Kampf besiegt und jetzt versuche ich gerade zurück zum Pokémon Center zu kommen. Aber ich kann den Weg nicht finden. Stimmt, die ganzen Leute, die geschlagen werden, müssen ja erst einmal wieder zurück zum Pokémon Center kriechen. Mit K.O. geschlagenen Pokémon. Level 20, Level 20. Ich glaube, ich heile Goro, weil der da vorne sieht mir zumindest aus wie ein Trainer, der tatsächlich kämpfen möchte. Wahrscheinlich ist das der, der unseren armen Teenager hier besiegt hat. Yep. Hey, fremder Trainer. Die Minute, in der sich unsere Augen getroffen haben, wusste ich. Wir sind dazu bestimmt zu kämpfen. Camper Sean. Er hat ein paar Haare. Er hat einen kleinen Feuervogel.
Vogel. Ground tut wahrscheinlich gar nichts. Ja. Kopfnuss ist hier die sicherste Variante. Bank. Eigentlich wollte ich auch noch ein paar fangen. Da muss ich allerdings, glaube ich, wieder ein paar Routen zurück. Avidin? Ah. Jo. Das haben wir. Das kennen wir. Mag's eigentlich kein Metall. Das Schlimme ist, ich habe die Pokémon selbst und erinnere mich dann wieder nicht mehr daran, was sie nicht mögen. Hör auf, was anderes außer Quick Attack einzusetzen. Klingt immer so traurig. Ich war wahrscheinlich dazu bestimmt zu verlieren. Kann gut sein. Ich denke, es gibt irgendetwas da draußen, das in jedem sein Schicksal plant. Irgendein legendäres Pokémon oder sowas. Okay, ja. Wenn du meinst. Ich plane allerdings mein Schicksal gerne selber. Danke. Zum Beispiel spreche ich Aktivtrainer an. Wenn du am Fischen bist, was für eine Art von Angelköder benutzt du? Komm schon, lass uns einen Fischkampf ausführen. Tut mir leid, ich habe keine Fisch-Pokémon. Oh hey, ein Topjaw. Ich glaube, das ist das Fisch, von dem mich ein anderer Angler gewarnt hatte. Es ist Wasser. Probieren wir einfach mal Mudslap aus. Ja, nein. Rock Smash? Ja. Effektiv, sehr effektiv. Man sieht's. Die Verteidigung ist gefallen. Dann versuchen wir mal Kopfnuss. Das ist etwas, was ich sage, das ist effektiv. Es hat ein sehr fieses Grinsen auf dem Gesicht, das Topjaw. Marino. Namskar, ich sagte... Dun, hole Nuss, ich sagte Fischen. Kannst du nicht einmal mehr mit irgendwelchen Trainern reden? Warte, was meinst du? Du benutzt keine speziellen Köder. Er wollte sich übers Angeln unterhalten und wir gingen gleich auf volle Montur mit Pokémon-Kampf und allem. Das muss schon sehr deprimierend sein. Ich finde es allerdings von dem Spiel extremst nett gemacht, dass sie auch hier gehen und sagen, hey, du... Es sind nicht immer die anderen, die sagen, hey, wir wollen kämpfen, wir wollen kämpfen, wir wollen kämpfen, sondern dass du auch hergehst und sagst, hey, hey, eigentlich habe ich schon Bock auf einen Pokémon-Kampf. Los, lass uns loslegen. Und die anderen mögen vielleicht gar nicht. Benutzen wir es mal, schauen wir mal. Haha, was haben wir denn gekriegt? Ein Carpador, okay. Kopfnuss. Oh wow, ich hab's nicht mal. Okay. Ich dachte, ich hätte es besiegen können mit einem einzigen Angriff. Na gut. Schauen wir mal. Kriegen wir noch was anderes außer Carpador oder sollte ich dafür eine bessere Angel holen? Irgendwo gibt's eine bessere Angel. Ich weiß nur nicht wo. Gut. Schauen wir mal hier runter. Ah, ich sehe eine kleine Armee an Wachen da drüben stehen. Irgendwas Interessantes hier in der Ecke? Okay, scheinbar nicht. Vielleicht wird sie später nochmal wichtig. Ein paar. Okay, ich muss nicht zurück auf irgendeine andere Route latschen. Oh, super. Kopfnuss. Mach's nicht kaputt. Das war knapp. Und ich sage noch, mach's nicht kaputt, Goro. Eieiei.
Ach, komm schon. Ja, ich weiß schon, wie ich dich nenne. Okay, mal schauen. Zundervogel-Pokémon. Pahas sind sehr intelligent und sind sehr häufig Haustiere. Sie können sogar sprechen, obwohl nicht in dem guten Grad wie Chatot. Wahrscheinlich die Weiterentwicklung. Ja. Ich möchte es Zunder nennen. Zunder. Das war einfach. Bei manchen Pokémon hänge ich ewig, bis ich mich entscheiden kann, wie ich es nenne. Bei Paha war es mir sofort klar, wie ich es nennen will. Zunder. Hatte Goro einen Levelaufstieg? Nein. Okay. Ich bin nur froh, dass ich jetzt nicht wieder zurücklatschen muss. Warte. Oh, ich dachte, das wäre nur ein netter alter Herr. Komm, mein Kind. Ich gebe dir gerne kostenlose Lektionen über den Geist und den Körper. Oh Gott, es ist ein Mönch. Ein Experte Benjamin. Okay. Kokoran. Oh. Ein Kokoran. Kampf? Nope. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Nein, nein, nein. Wir tauschen aus. Wir tauschen aus. Wir tauschen definitiv aus. Komm. Oh nein, Goro steckt fest in dem Sand. Oh, es wird so knapp vor sein. Aha. Es geht K.O. einfach so knapp vor seinem Erfahrungsaufstieg. Oh, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Okay, Rückkehr. Ah, halt. So, der Nächste, der festhängt. Au. Habe ich irgendwas, mit dem ich schneller angreifen kann? Nicht wirklich. Menki. Ich glaube, ich hänge immer noch in dem Sandsturm fest. Nicht einmal. Okay. Ich dachte, ich hänge noch im Sandsturm fest und er lässt mich nicht wechseln. Kritischer Treffer, okay. Also dieses Kokoran hat mir ziemlich zugerichtet mit seinem Sandsturm. Sandsturm haut schon ziemlich rein. Das war eine sehr wertvolle Lektion und ein weiterer Schritt in deiner Entwicklung. Okay. Danke, dass du mir dafür Goro kaputt gehauen hast. Hey. Medizin, Medizin. Ich denke mal, ist es nicht schlecht, dass ich jetzt hergehe und ein bisschen was an dem Zeug verbrauche. Weil normalerweise, das sammelt sich so schnell an. Schauen wir erstmal noch hier unten entlang. Oh, halt, da ist ein Pokéball. Und ein weiteres Paar. Du wirst mir meine fehlenden Erfahrungspunkte geben. Goro war scheinbar sehr angefressen. Rollout. Oh ja, oh ja, oh ja, ja. Mal schauen. Kontinuierlich Angriffe für über 5 Runden. Mit jedem Mal wird es stärker. Power ist gerade mal 20. Ich denke, ich werde Rollout dafür benutzen. Mudslap ist zwar gut, um die Genauigkeit zu senken. Halt. Recycle. Ach, ich glaube, das erlaubt dir, Items, die dein Pokémon gehalten hat, wieder zu verwerten. Damit sie nicht verloren gehen.
Das erinnert mich, ich sollte Goro jetzt wieder woanders hinsetzen. Kamikaze nach vorne. Wenn ich das richtig im Hinterkopf habe noch. TMs, Secret Power, Recycle. Genau. Ein nur einmal verwendbares Item, das aufgebraucht wurde, damit es wieder verwendet werden kann. Ja. Auf die Weise kann man theoretisch sich Bären und sowas länger erhalten. Ich finde, der Wasserfall schaut echt schön aus. Nope, immer noch keine Bisse. Ah. Ich werde an dir meine plötzliche irrationale Wut auslassen. Hey. Segler Phönix. Oh Gott, die Braylips. Each Seed. Und es benutzt Härtner. Mega Drain. In Kombination mit den Leech Seed noch zusätzlich ist das definitiv nicht schlecht. Ich ziehe ziemlich viel KP ab dafür, dass mir bis jetzt noch keinen einzigen Schaden angerichtet hat. Ich habe so eine Abneigung gegen Yawn. Ich habe so eine Abneigung dagegen, angegähnt zu werden. Das ist der Wahnsinn. Okay. Ich denke, ich habe mich wieder beruhigt. Denkst du, es war so eine gute Idee, Gummiwürmer als Köder zu verwenden? Ich glaube, ich weiß ja nicht, wie es mit Pokémon ausschaut, aber ich glaube, Fische beißen für gewöhnlich nicht in Gummiwürmer. Hi. Jo, Bruder, ich sag dir, du bist hierher gekommen, um dein Bestes zu geben, habe ich gehört. Wovon redest du? Cooler Trainer Luca, selbst wenn du cool sein willst, das ergibt nicht wirklich Sinn. Fire. Oh Gott, ich hab Kamikaze draußen. Ich habe ein falsches Pokémon gewählt. Ich werde es trotzdem versuchen. Es ist schneller als ich. Es sieht cool aus, das muss ich schon sagen. Es sieht definitiv cool aus. Trotzdem. Nightshade. Ich glaube, Nightshade macht genauso viel Schaden, wie das Level vom Pokémon ist. Mal schauen. 41. 23. Ja. Es wundert mich, dass er noch kein. Dass er Nightshade einsetzt und nicht irgendeine Feuerattacke. Barrand. Ich möchte gerne wechseln, danke. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, was Barrand war. Das Schlimme ist, einem sagen die Namen was, aber mir fällt dann echt nicht mehr ein, was es war. Ah ja, das Ding. Ja, Stunspore. Oh. Hör auf mich zu beißen. Genau. Du bist es, Schätzkin. Oh. Okay, es hat keinen Sinn, ihm irgendwelche Statuseffekte zufügen zu wollen, scheinbar. Gut zu wissen. Oh, Knuddel räumt ab. Dafür, dass es am Anfang nicht sehr effektiv gegen irgendwas war. Wow, echt cool, Mann. Total abgefahren.
Dafür, dass Knuddel am Anfang fast nicht effektiv war, ist es jetzt in diesem Areal gerade richtig gut drauf. Whist, bang, pow, kaboom, haha, ich liebe Kämpfe. Okay, cool. I won't be back. Hi. Vielleicht sollte ich erstmal heilen. Und Kamikaze mal von da vorne wegdrehen. Knuddel. Wir machen echt gute Fortschritte hier. Ich glaube, wir haben so fast schon das gesamte Areal durchgekämpft. Ich mag es, Käfer-Pokémon groß zu ziehen. Macht mich das zu einem zu einem Käfersammler? Sag's mir. Warte mal, Camper Sean? Hatten wir nicht vorhin erst einen Camper Sean? Was? Vielleicht habe ich jetzt gerade was verpasst. Camper Sean war doch. War das nicht der Kerle, der schon in derselben Route weiter unten ist? Okay. Ich wollte es zumindest noch paralysieren. Oh, Knuddel. Joa-Mann ist ein Kampf-Pokémon, das andere ist ein Flug-Pokémon. Ich werde nicht sehr effektiv dagegen sein. Ich dachte, ich hätte gibt's zwei Camper-Chance auf der einen und selben Route? Muss ich jetzt nochmal runtergehen, um nachschauen? Ich hoffe nur, dass er dann den Namen sagt. Aberdeen. Das ist das Vögelchen? Genau. Warum Quick Attack? Ah, ich habe verloren. Hey, du hast nie meine Frage beantwortet. Du hattest auch keine Käfer-Pokémon. Wenn ich coole Pokémon trainiere, würde mich das zu einem Cool-Trainer machen? Ich hab so satt, ein verflixter alter Camper zu sein. Ach so, er überlegt sich, seine Bezeichnung zu ändern. Das heißt nicht, dass er es bereits tut. Okay. Aber trotzdem. Oh, hey. Hey. Cool, Rare Candy. Mehr Battle Key Item Potion. Trotzdem ist das jetzt gerade eine Frage, wo haben wir nicht denselben Trainer schon mal gesehen? So. Der war weiter unten, glaube ich. Wo geht's da eigentlich lang? Hey, ein Tankun. Lange nicht mehr gesehen. Tackle. Gut, dass wir uns einer Meinung sind. Tja, und das war's mit dem Tankun. Ups. Ein Ultraball, cool. So, wo kommen wir denn hier raus? Oh, hey. Oh, hey, honey. How's it going? Oh, hey, Süßer. Wie geht's dir denn? Warte, du schaust nicht aus wie Pokémon Brüter Juno. Oh, okay. Ich glaube, sie hat mich mit jemandem verwechselt. Kann das sein? Ausdauer. Das ist, damit man nicht mit einem einzigen Mal K.O. geht.
Theoretisch könnte man die Leute ziemlich ärgern, wenn man die gesamte Zeit Ausdauer verwendet. Und man hat nur noch ein KP. Irgendeinen Grund hatte es, dass ich Silberwind benutzt, Knuddel beigebracht habe, aber ich weiß nicht mehr genau welchen. Und Tackle. Genau, und jetzt kommt wieder Jabolter. Ich werde Knuddel nicht austauschen. Benutzen wir nochmal Silberwind. Warum bereitet sich es darauf vor, einen Angriff zu überleben? Ich habe jetzt nicht wirklich irgendwas, mit dem ich es mit einem einzigen Schlag K.O. hauen kann, richtig? Ah, ich bin paralysiert worden. No, Knuddel! Oh, jetzt kann er mich wahrscheinlich platt machen. Der Grund, warum ich nicht heile, ist relativ simpel. Oh, komm schon. Ja, das schafft Knuddel nicht mehr. Joa, Mann. Hol dir die Erfahrungspunkte, mein kleines Kampfschäfchen. Habe ich noch irgendeins Level 20? Nein, der Rest ist alles Level 21. Dann bleibt Duarman auch gleich draußen. Hi, Fluffy. Boing. 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 Es sieht erst am Anfang aus, als ob es so wenig angreift. Ja, stimmt, wenn mein gesamtes Team am Leben ist, dann kann ich viel mehr Chaos anrichten. Ich hab's berührt, verflixt. Paralyse! Oh, prügel ich auf mich ein. Das ist ein harter Kampf zwischen zwei Schäfchen. Oh, fast. Guter Kampf, aber du bist gar nicht mein Freund, oder? Sorry, ich dachte, du wärst. Ich habe meine Brille zu Hause gelassen, weißt du? Ja. Lass niemals deine Brille zu Hause. Dafür hast du aber einen ziemlich guten Kampf hingelegt. Eieiei. Oh Gott, da ist noch einer zwischen uns. Super Potion. Dann heilen wir noch die Paralyse mit einem Full Heal. Und Knuddel sollte ich wiederbeleben. Und auch heilen. Ich arbeite mich, glaube ich, langsam Richtung Pokémon Center wieder zurück. So, das war mein letzter Trank. Jetzt muss Hörnchen erstmal wieder was sammeln. Ich habe schon die ganze Zeit nach einem Sandsack gesucht, damit ich meine Pokémon trainieren kann. Deine Pokémon sollten wohl sehr gut dafür herhalten können. Er sah aus wie ein Mädchen in seinem Sprite. Reicher junge Rowan. Du hast eine Shootin. Und ich habe Knuddel draußen. Stun, Spore, please. Yay. Ich werde hier Knuddel jetzt austauschen. Ich werde Knuddel jetzt austauschen, damit es nicht noch mehr Prügel bezieht. Und ich werde es gegen Hörnchen einwechseln. Danke. Ups. Nope. Er hat nur ein einziges Pokémon, trotzdem. Manchmal frage ich mich, warum es überhaupt Trainer gibt, die mit nur einem einzigen Pokémon daherkommen. Ich meine, die betteln geradezu darum, dass sie platt gemacht werden. Ah,
kannst du es wagen? Ich bin nicht gerne Sandsack. Eines Tages werde ich ein großartiger Trainer sein. Vielleicht wird dann das böse Team... Wird das ein oder andere böse Team... Vielleicht werde ich eines Tages auch ein fieses Team aufziehen, genauso wie mein Vater. Das ist eigentlich kein gutes Ziel. Ich möchte das nochmal anmerken. Aeroas, cool. Warte, ich glaube, das kann... Azuri kann Aeroas schon, richtig? Nein, eher Kata kann. Aeroas kann es noch nicht. Items, Key, Battle Mail, Berries. Ich fange immer in die falsche Richtung an. Aeroas, wo bist du? Speed, then strikes, attack lands without fail. Die Attacke trifft ohne zu versagen. Das ist doch schön. Knuddel kann Aeroas lernen. Warum kann Kamikaze Aeroas lernen? Warum kann Kamikaze das lernen? Geil. Knuddel kann ich noch verstehen. Azuri war mir irgendwie klar. Aber warum kann Kamikaze Aeroas lernen? Schauen wir mal. Das habe ich so gehofft, für Damage taken by the target. Rückkehr dürfte inzwischen ziemlich stark geworden sein. Ich denke, ich werde jetzt mal aus Jux und Gaudi hin. Wenn Kamikaze das lernen kann, warum nicht? Ich habe jetzt echt damit nicht gerechnet. Ja, Knuddel kriegt's auch. Dazu war Silverwind nochmal gut. Vielleicht erhöht es auch die Angriff, die ganzen Statuswerte von dem Nutzer. Das war's. Feenwind hat sich eigentlich als sehr nützlich erwiesen. Okay, cool. Also das hat sich wirklich gelohnt. Ah ja, wir sind wieder da, wo wir angefangen hatten. Haha, okay. Ich bin ein Holzfäller und mir geht's gut. Ich arbeite die gesamte Nacht und kämpfe den gesamten Tag. Und wann schläfst du? Wanderer Norman. Beryl! Knuddel! Ich hab vergessen, dich zu heilen. Stimmt. Das war das nicht effektive. Insektfee. Stunspore. Ich sollte Knuddel heilen. Ich tausche es lieber aus. Ja, man sollte da den guten Dienst erweisen. Die sind eh beide kurz davor. Gut. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, das klingt gut. Es sind noch alle aktiv, das heißt, ich sollte jetzt 6 Schläge hinbekommen. Weil das gesamte Team damit angreift, genau. Was natürlich ziemlich viel Schaden anrichten kann. Low Kick. Yay! Und Level 22. Modrill. Ja, tauschen wir mal aus. 48. Kamikaze. Wir sind alle jetzt wieder auf dem 7 Level. Ach, das schaut ja süß aus. Nicht sieht. Oh, es ist zu schnell. Okay. Verfolgung. Es macht nochmal Schaden, wenn es mich, wenn ich es austausche. Wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Ja, das ist wenigstens nicht effektiv. Es ist zu schnell, deswegen kann ich es nicht mit den Sporen belegen. Metal Claw. Oh, schönes Ding.
Meine Genauigkeit ging nach unten. Also, ach. Vorhin habe ich die ganze Zeit aussprechen können. Daryl. Ah, die weiterentwickelte Form. Kann ich dich wenigstens mit Leech Seed belegen? Ja. Jetzt werde ich gleich feststellen, warum ich Giga Drain nicht hätte verlernen sollen. Metallklaue ist für gewöhnlich. Leech Seed darf ich niemals vergessen, weil mir das einfach hilft, Kamikaze am Leben zu halten. Insofern ich natürlich das andere Pokémon treffe. Und das war's. Und jetzt der Chor. Er ist ein Holzfäller. Was? Der hat die ganze Zeit im Hintergrund gesungen? Ja, man entwickelt sich! Man hat sich in ein Bauerschaf entwickelt. Seismic Toss? Was tut das? Card is thrown using the power of gravity. It inflicts damage equal to the user. Ah, das hier tut so viel Schaden anrichten wie das Level des Nutzers. Das heißt, im Moment werden es, glaube ich, 22. Was nicht viel ist. Seismic Toss. Ah, okay. 40, 65. Powerful low kick that makes it fall for all over. It inflicts greater damage on heavier foes. Rock Smash kann ich, glaube ich, nicht verlernen. Ja. So gern ich Seismic Toss lernen würde. Es bringt mir eigentlich erst wirklich was in späteren Levels. Ja. Sorry. Sorry, you are, Mann. Sorry, you are, Mann. Ah, im Moment bringt dir das leider noch nicht so viel, wie du gern wollen würdest. Ich habe auch keinen guten Platz, weil ich will zumindest eine Normalattacke dabei haben. Highly persistent. Sehr, sehr gut. Oh Gott. Tja, dann schauen wir mal, wo wir rausgekommen sind. Ich würde sagen, wir sind heute sehr weit gekommen. Zwar nicht streckenmäßig, aber levelmäßig. Wir hatten sogar eine Entwicklung. Cool, cool, cool. Wow. Wir haben uns echt gegen viele Pokémon-Trainer gekloppt und sind jetzt wieder am Anfang, dort, wo wir losgelatscht sind. Na gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Rundgang mit einer Menge Pokémon-Kämpfen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu Pokémon Oran. Und vergesst nicht, Lico Soap. Bye!